Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Channel. Heute ist ein Big Day. Leonies erster Kindergartentag, die Eingewöhnung beginnt. Genau, und es ist jetzt 7 Uhr. Ich werde sie jetzt wecken. Es geht erst um 9 Uhr los, aber ich werde sie jetzt wecken und dann frühstücken wir in Ruhe und machen uns ready. Und genau, ihre Sachen bereite ich dann noch zu Ende vor. Und ja, gucken wir mal, gehen wir mal Leonie wecken. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Leonie. Na, bist du schon wach? Hallo, Mausi. Maus. Heute ist ein großer Tag. Heute ist dein erster Kindergartentag. Nein. Freust du dich? Ihr Lieben, ich packe jetzt die Sachen fertig von Leonie. Und endlich kommt ihr Kita-Rucksack zum Einsatz. Leute, wir haben lange drauf gewartet, aber heute ist es soweit. Und genau, das ist der Kita-Rucksack von Kinsku. Den haben wir zugeschickt bekommen. Und der ist mega, also den haben wir auch jetzt schon oft benutzt. Für Spielplatz, für unterwegs, bei den Großeltern übernachten, im Urlaub. Und der ist wirklich mega, mega praktisch. Und da passt halt sehr, sehr viel rein. Und jetzt packe ich mal die Sachen. Und genau, ihr schaut einfach zu. Wow, Leonie, es geht los. Du gehst mit Papa, ne? Zur Eingewöhnung. Sagst du Tschüss, Mama? Mwah. Viel Spaß, Maus. Du kleine, große Maus. Ihr Lieben, heute war Tag 2 von Leonies Kita-Eingewöhnung und es ist wieder mega gelaufen. Leonie ist fix und fertig, obwohl es nur so 1,5 Stunden knapp war. Und genau, jetzt macht sie ihr Mittagsschläfchen und ich dachte, ich setze mich mal in Ruhe hin und erzähle euch mal the whole story. Ich wollte euch ja nämlich noch berichten, wie es gestern lief, Tag 1, bin aber halt nicht dazu gekommen. Aber jetzt, genau, gestern, fangen wir mal bei gestern an. Ich war nicht mit bei der Eingewöhnung, sondern Daddy Cool. Das war jetzt so eine spontane Entscheidung, dass er den ersten Tag machen wollte. Genau, irgendwas hat ihn da, sag ich mal, der hat immer so ein Gespür dafür und hat gesagt, nein, ich möchte das jetzt machen. Und ich glaube, das war auch gut. Und ja, war super mega interessant. Die sind rein in ihre Gruppe und dann hat er sich an die Seite gesetzt und Leonie hat sich an den Tisch mit ein paar Mädchen und dann der Erzieherin, die haben gemalt und da hat sie sich dann direkt dazugesellt und hat dann auch mitgemalt, hat gesagt malen und genau, also Viertelstunde war er dann mit dabei gesessen und dann hat er mir erzählt, da kommt er übrigens, Daddy Cool. Ich erzähle gerade unserer Community, wie Tag 1 war. War super. War gut, ne? Genau, auf jeden Fall. Willst du die Geschichte erzählen, was Leonie gemacht hat am Tisch? Kannst du noch ruhig erzählen. Soll ich das erzählen? Okay, ich erzähle es. Ich erzähle es jetzt auch nur, wie er mir das erzählt hat. Und mach's mal so nach, weil ich kann es mir schon richtig vorstellen, wie Leonie da gemacht hat. Auf jeden Fall saßen die an so einem runden Tisch und haben, wie gesagt, gemalt. Und dann hat die Erzieherin mit den anderen Mädchen das ABC so ein bisschen A, B, C und so geübt oder nachgezeichnet. Ne? Und Leonie hat dann so beobachtet und dann ist sie einfach so aufgesprungen, so, und hat dann angefangen zu zählen. Leute, so lustig, die Mausi. Dann hat die so gemacht. 1, 2, 3 und bis 10, ne? Und dann, als sie bei 10 war, hat sie dann einfach mal sich selbst beklatscht und sich selbst gefeiert. Und die hat einfach mal losgelegt, da zu zählen, ne? Und hat sich wahrscheinlich so gedacht,
Also das, was ihr könnt, ABC, das kann ich schon lang. Ich hätte es gerne live miterlebt. Auf jeden Fall war er dann eine Viertelstunde mit drin und nach 15 Minuten hat die Erzieherin gesagt, dass er gehen kann ins Elternzimmer und dort auf sie warten, auf Leonie. Und genau, das hat er dann auch getan und Leonie hat dann gesehen, wie er rausgegangen ist und hat gesagt, Tschüss, Papa. Genau, und dann, wie lange wart ihr? Eine Stunde? Ja, eine Stunde ging dann am Tag 1 die Eingewöhnung. Genau, also die hat sich da auch direkt wohl gefühlt. Das war dann zu Tag 1 und Tag 2 bin ich dann mitgegangen. Und ja, also da habe ich sie nur noch bis zur Gruppentür gebracht. Wir haben die Hausschuhe angezogen und da ich ja beim ersten Tag gar nicht mit dabei war, hat sie mir dann gezeigt, wo ihr Platz ist und wo ihr Fach ist. Dann hat sie ihre Schuhe ausgezogen und hat die Schuhe dann in das Fach gestellt und dann haben wir ihre Hausschuhe angezogen. Also die ist da schon voll routiniert, aber sie kennt es halt auch schon vorher von der Kita, wo sie war. Genau, deswegen ist das für sie echt alles ganz normal und sie kennt es eben. Und dann ist sie mit der Erzieherin reingegangen und ich habe sie verabschiedet und bin dann direkt ins Elternzimmer. Und ja, und das ging dann so fast 1,5 Stunden und die ist nicht mal einmal zu mir gekommen und hat nach mir gesucht oder so. Also es hat richtig gut geklappt. Na? Und am Montag geht es dann weiter mit der E-Kraft. Die war jetzt die ersten 2 Tage nämlich nicht mit dabei, die war noch quasi im Urlaub und kommt dann am Montag mit dazu und dann machen wir da auch nochmal Eingewöhnung. Aber die Erzieherin hat eigentlich gemeint, dass die Leonie gar keine Eingewöhnung richtig braucht. Und ich bin dann gespannt auf nächste Woche, wenn sie dann länger dort bleiben kann, wenn sie mit denen isst, schläft und dann rausgeht, sich auspowert und genau, und das ist ja so ein offenes Konzept. Die haben da ja auch so eine Turnhalle. Da bin ich auch mega gespannt, wenn sie den das erste Mal dann betritt und wie sie dann klettert und was die Erzieherin dann erzählen werden. Also wie gesagt, die ersten beiden Tage der Eingewöhnung lief super und also wir merken schon, also das letzte halbe Jahr ohne Kita für Leonie war schon heftig, sowohl für uns Eltern natürlich, aber auch für Leonie, ne? Sie war das gewohnt, sie hat es geliebt und dann auf einmal nicht mehr diesen gewohnten Alltag mit Kindern zu haben. Genau, das war dann schon, es hat gefehlt, so. Und deswegen sind wir jetzt umso froher, dass es jetzt auch geklappt hat. Und ich bin richtig, richtig stolz auf uns als Eltern, dass wir da dran geblieben sind. Genau, weil, wie ihr ja bestimmt mitgekriegt habt, in meinem Statement-Video, ich verlinke es euch auch gerne nochmal hier hier oben, genau. Könnt ihr euch nochmal anschauen, was wir da schon alles durchgemacht haben und dass wir erst den Platz nicht bekommen haben, Absage bekommen haben und dann erst mit, genau, mit Kampf und mit ärztlichem Attest und dann erst weitergekommen sind. Genau, aber jetzt haben wir es geschafft und ich bin echt so stolz auf uns und es ist genau das Richtige für Leonie, die beste Förderung. Und deswegen will ich auch allen Eltern, weil ich bin ja auch in so einer Moms Trisomie 21 Gruppe. Und wenn ich da auch mitkriege, wie die Mütter oder Eltern eben strugglen, ja, mit E-Kräften, mit Regelkindergarten, genau, und dass da immer schon so voreingenommen wird, obwohl sich die Kinder super gut machen, dass dann da die Stunden reduziert werden und dann alles immer auf Trisomie 21 geschoben wird. Genau, das ist halt einfach nicht okay, weil man muss echt individuell an die Kinder angepasst das bestimmen. Und viele, viele unserer Kinder machen sich wirklich, wirklich gut. Und das können sehr, sehr viele Familien auch bestätigen, wenn man die Kinder mitnimmt, die ganz normal behandelt, dann machen die die besten Entwicklungsfortschritte, ne? Und so ist es ja auch bei Leonie. Leonie wird in unserer Familie ganz normal mitgenommen. Meine Eltern sind ja aus Hongkong, wie ihr schon oft mitgekriegt habt, ne? Und die sprechen einfach mit ihr Kantonesisch. Die sprechen nicht Deutsch oder Englisch mit ihr, sondern Kantonesisch. Und
Und sie versteht das, sie kann antworten, sie zählt auf Kantonesisch, ja. Und wenn man das den Kindern aber erstmal verwehrt, wenn man sagt, oh, das Kind hat eine Beeinträchtigung, und dann weiß man es gar nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und wir sind auch super glücklich über Leonies damaligen behandelnden Arzt in der Uniklinik in Mannheim, der jetzt auch ihr heutiger Kinderarzt ist. Der hat uns wirklich von Moment eins gesagt, behandelt Leonie ganz normal und spricht alle Sprachen, die ihr zu Hause sprecht, mit ihr. Und so haben wir es auch wirklich gemacht und haben super, super gute Erfahrungen. Ihr kriegt es ja alles mit in den Stories auf Instagram. Und genau, falls neue jetzt hier das Video sehen, dann dürft ihr natürlich auch gerne auf Instagram folgen und genau, unsere Stories, täglichen Stories mit anschauen. Und genau, was wir jetzt so zum Thema Down-Syndrom zu zeigen und zu erzählen haben. Ja, ihr Lieben, das war's schon mal mit dem Update zu Leonies Kita-Eingewöhnung. Nächste Woche geht's weiter. Und ich denke mal, so in mehreren Wochen, ein paar Monaten werde ich euch natürlich darüber berichten, wie es dann weitergelaufen ist. Wir sind gespannt, was die Zukunft noch so weiterbringt. Und wir sind aber zuversichtlich, dass es alles gut klappt. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Hier auf meinem Kanal wird es noch mehr Vlogs geben zu Thema Down-Syndrom, aber auch aus unserem privaten Leben. Und. Deswegen, es bleibt spannend. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns folgt und mit dabei seid, mit uns interagiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding.